den ersten Hahn und die drei Hennen, die ich gekauft habe, habe ich 2000 Euro für bezahlt. Was? Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Weiße Hühner, braune Hühner, kleine Hühner, Riesenhühner, falsche Hühner, schwarze Hühner, Norbert! Ja, genau, die sind mal schwarz, richtig schwarz. Ayam Tsemani. Ayam Tsemani. Oder so. Hat das eine Begründung? Ja, der Name bürgt für Qualität. Ayam heißt in Indonesien Huhn, also sehr sinnig. Und Tsemani ist eben der Ortsteil, wo die Tiere herkommen, ursprünglich. Mittlerweile werden die fast überall auf der Welt nicht nur gehalten, sondern auch gezüchtet. Und man versucht also permanent, diese Hühner immer schwärzer zu kriegen. Also schwarz sind sie ja wirklich schon. Aber das stimmt. Das geht natürlich nur über Zuchtauslese. Ja. Nicht jeder ist ganz perfekt schwarz. Kann ja nicht jeder so perfekt sein wie ich zum Beispiel. Ja. Und manche haben das. Das stimmt. Das wollen wir ganz, ganz klarstellen. Das stimmt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also immer, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, dann denke ich, gut, dass ich kein Tsemani bin. Dann wäre ich ja einer, der vielleicht unter die Zuchtauslese fällt. Aus welchen Hühnerrassen setzt sich denn so ein gezüchtetes Huhn dann zusammen? Also einmal sind fast alle Hühnerrassen gezüchtet. Mittlerweile gibt es über 120 Hühnerrassen und die in verschiedenen Farben. Der Tsemani stammt aber ursprünglich ab von einem schwarzen, also einem sehr dunklen Seidenhuhn und einem chinesischen Wildhuhn. Und die hat man miteinander gekreuzt und dann eben durch permanenter Zuchtauswahl hat man es also geschafft, die immer schwärzer zu kriegen, bis mittlerweile ganz schwarz oder fast ganz schwarz, weil man immer, wenn man Küken hat, die schwärzesten aussucht, die behält und mit diesen schwärzesten einfach weiterzüchtet. Also, halten wir fest, ein Ayam Tsemani ist nicht von Anfang an schwarz gewesen. Es war vorher mal ein... Das war ein normalfarbenes Huhn, aber so wie wir ja gerade schon die anderen Hühner gesehen haben, schwarze, weiße, braune, gibt es schwarze und mittlerweile immer schwärzer werdende. Sind das hier schwarze Seidenhühner, die du gerade meintest? Ja, da hinten sind, glaube ich, noch ein, zwei schwarze Seidenhühner drin. Aber muss ja nicht schwarz sein. Hier vorne sehen wir gerade ein weißes Seidenhuhn. Da sieht man, dass das Gefieder ganz anders ist. Viel weicher, viel lockerer, viel feiner. Und so ein Tsemani hat halt ein schönes, feines Gefieder, das ursprünglich natürlich von denen abstammt. So ein Ayam Tsemani, kann das jeder halten oder ist das so ein Huhn, was man eher für Profis nehmen sollte? Ja, heutzutage kann man die sicherlich schon überall halten, also jeder kann die halten. Wir züchten die jetzt auch schon in mehreren Generationen. Wir sind schon bei ziemlich schwarz angekommen, man sieht ja. Der Lappen ist schwarz, der Kamm ist schwarz, da ist noch ein Hauch rot drin. Ach, das heißt Lappen? Also wie heißen denn die Bauteile? Wie heißen denn die Bauteile eines Huhns? Ja, das ist also hier unten ist der Lappen und oben ist natürlich der Kamm. Das ist natürlich wichtig, dass der schon sehr viele Schwarzanteile hat, weil da ist ja kein Gefieder, sondern das ist Fleisch. Und das Fleisch sieht man dann ganz klar, das ist auch schwarz. Oh. Wir könnten jetzt testweise mal einen Huhn Nein. Nee, machen wir nicht. Nee. Ja gut, dann könnten wir also sehen, dass er da so durchgängig schwarz ist. Aber auf besonderen Wunsch verzichten wir hier heute drauf. Das ist nett. Aber das ist da nichts Gewöhnliches. Das hast du ja auch, habe ich jetzt wiederholt gesehen, wenn du die Gummistiefel ausziehst. Schwarze Füße hat er auch. Also da sind also schon die Genähnlichkeiten mit dir. Mit dem Waschen bei mir. Bei ihm, beim Huhn hilft nicht waschen und bei dir habe ich gesehen, als du letzte Tage im Teich standst, eine halbe Stunde, hat waschen auch nicht mehr geholfen. Nee, das ist festgewachsen. Also ich glaube, das ist schon drin. Also Norbert, wie kommt denn dann im Endeffekt diese schwarze Farbe zustande? Ja, das kommt durch Melanose. Melanose ist ein Gendefekt, ob ein Defekt oder vielleicht auch eine Bevorzugung. Es werden vorrangig schwarze Farbpigmente überall im Körper angesiedelt und alles ist also schwarz. Ob das jetzt ein Defekt ist oder vielleicht eine Laune der Natur, aber so entstehen einfach eigene Farben, eigene Arten. Das geht alles immer nur über Gendefekte. Also ich find's wunderschön. Ich auch, deshalb habe ich die, sonst hätte ich keine Tsemanis. Als ich die erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, muss ich haben.
Ich kann euch mal was verraten. Den ersten Hahn und die drei Hennen, die ich gekauft habe, habe ich 2000 Euro für bezahlt. Was? Ich bin so verrückt. Die habe ich gesehen. Die musste ich einfach haben. Norbert Zajak muss man heißen. Dann kann man sich Hühner für 2000 Euro leisten. Pfannkuchen! Ja? Pfannkuchen! Wie lange, denkst du, denn braucht man für so eine Züchtung, bis man wirklich ein pickschwarzes Huhn hat? Ja, also so ein Huhn muss ungefähr 180 Tage alt sein, bis er die ersten Eier legt. Aha. Das heißt also, man schafft knapp zwei Generationen im Jahr. Und um aus einem einfach schwarzen Huhn ein ganz schwarzes zu machen, würde ich mal schätzen, das hat natürlich damit zu tun, wie gut man als Züchter ist, aber dass man also so 100 Runden braucht bei der Zuchtauslese. Ja. Also 100 Runden sind 50 Jahre. Von einem leicht schwarzen Huhn bis zu einem pechschwarzen Huhn. Ja, das ist eine Lebensaufgabe, ne? Ja. Und dann hat man als Lebenswerk so schwarze Füße wie du. Das ist doch wohl eine geile Sache. Man könnte natürlich auch futeln und einfach I am Chimani bei Norbert Zajak kaufen. Ja, da würde man also seine eigene Lebenszeit wesentlich abkürzen, zumindest mit der Beschäftigung mit schwarzen Hühnern. Ja. Wir haben auch regelmäßig junge schwarze Hühner, weil unsere legen tatsächlich auch Eier. Ich habe, glaube ich, sogar schon die ersten da. Zeigen Sie her, Norbert Zajak, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das als allererstes war. Bei uns geht es also auf jeden Fall als erstes mit dem Ei los. Naja, also Leute, was denkt ihr denn eigentlich? Könnt ihr mal in die Kommentare posten. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Möge die Spiele beginnen. Ich glaube, da haben schon viele drüber diskutiert. Aber so wie ich ja unsere Zuschauer kenne, werden die fertig. Die haben sicherlich Ergebnisse. Hier habe ich zwei Chimani-Eier. Aha. Kann man also daran erkennen, dass da ein C draufsteht. Die legen also schon beschriftete Eier, unsere Hühner. Im Internet heißt es aber ganz oft, dass die Eier grün sind. Jetzt sind sie weiß. Also wir sehen, dass ein cremefarbig ist und ein ziemlich hell. Gelegentlich haben wir auch schneeweiße Eier. Also ich denke, dass die Farbe der Eierschalen viel mehr mit der Ernährung zu tun hat. Wir haben Hühner, die sind Grünleger. Die können das, sind aber keine Chimanis. Das heißt also, die Eierfarbe ist überhaupt nicht entscheidend dafür, was drin ist. Die sind aber auch kleiner als normale Eier, ne? Wenn man das jetzt mal so betrachtet, oder? Die sind natürlich keine Qualitätslegehühner, die also für den Discounter in verschiedenen Packungen A-, B- und C-Klasse legen, sondern die Hühner legen nur ein Ei in der Größe, wie sie brauchen, dass anschließend schönes Küken rauskommt. Aber so eine Brutmaschine finde ich ein interessantes Thema. Vielleicht machen wir dazu auch mal ein Video. Was hältst du davon? Könnten wir natürlich machen. Weiß ich natürlich nicht, ob das so interessant ist. Falls das interessant ist, schreibt einfach in den Kommentaren rein. Ihr wollt Eier aus der Brutmaschine sehen. Können wir auch mal dabei sein, wenn Küken schlüpft. Aber machen wir zu einer anderen Folge. Stark. Also, Ei und dann kam? Nach dem Ei kam das Korn. Also, wenn das Küken aus dem Chimani-Ei so aussieht, platten Schnabel und nicht schwarz, dann würde ich sagen, wechsel einfach die Zuchtgruppe. Da hast du ganz grundlegend was falsch gemacht. Fortan, fortan, sprach der Hahn und stich von der Ente. Also Norbert, ich würde sagen, es ist eher das hier. Ah, Treffer, 100% Treffer. Ganz schwarz. Mann. Auch wenn wir hier noch so helle Stellen sehen. Die sind aber von den Federkielen. Die Federn sind nur eingebackt in kleine Kiele. Die fallen aber ab und dann wird das Huhn ganz schwarz. Das ist aber auch ja erst der Daunen, den wir unten drunter sehen. Die eigentlichen Federn kommen aus diesen Kielen. Wird noch so 2 Wochen, 3 Wochen dauern, bis also die Flügelfedern fertig sind. Bis er ganz durch befiedert ist, dauert mehrere Monate. Aber erst wenn die im zweiten Jahr mausern, also einmal komplett die Federn verlieren, dann sieht man, ist er ganz schwarz oder nicht. Und wie alt ist der Kollege hier? Ja, der hat schon ein stattliches Alter von so geschätzt 45, 48 Stunden. Oh nein, ich habe einen Namen. Jimmy. Albert. Albert, das Chimani-Huhn. Also wenn ihr auch meint, dass ein Huhn Albert heißen müsste, dann schreibt das bitte in den Kommentaren. Also ich habe da so meine echten Zweifel dran. Aber wenn Jimmy das unbedingt will, wir können das Jimmy-Huhn auch Albert nennen. Wenn er damit glücklich ist, dann soll das okay sein. Sei mal ein bisschen vorsichtig. Da hat er mich gebissen. Hat er gebissen? Mich hat er nicht gebissen. Mich hat er gebissen. Ein Kampfhuhn, ein echtes Kampfhuhn. Aber Norbert, weißt du über diese Kampfhuhn-Geschichten Bescheid? Was denkst du darüber? Also der hat mich einmal gezwickt und hat gezeigt, hallo, ich bin der Chef im Ring. Na gut, okay. Aber dann mit den Kampfhühnern, dass die davon abstammen.
Das finde ich also nicht in Ordnung. Es werden ja nicht nur auf der Welt Hühner oder Hunde oder wer weiß welche Tiere noch alle gezüchtet, nur um gegeneinander zu kämpfen, um zu wetten, um Geld zu verdienen mit dem Leid anderer. Das kann natürlich überhaupt nicht in Ordnung sein. Das ist verwerflich. Zu Hause aber einen Kampfhuhn halten, was Zemani heißt und zur Familie gehört, das ist natürlich okay. Das kann ich jedem empfehlen. Da bin ich absolut deiner Meinung, dass das nicht sein muss. Sagen wir doch mal, was brauche ich denn dafür, um einen Huhn zu Hause zu halten? Was sind die Vorkehrungen, die ich da treffen muss? Ja, natürlich braucht ein Huhn auch etwas Wärme. Fangen wir mal damit an. Das heißt, ein Stall sollte sein, wenn es draußen ist, ja ein Jahr aus, muss es einmal den wärmeren Stall im Winter haben, um frostfrei zu sein, um da leben zu können. Braucht dann natürlich in dem Stall auch einen gewissen Bewegungsraum, damit es nicht nur den halben Jahr, den ganzen Winter also eingeengt ist. Sollten schon ein paar Quadratmeter sein, die man dem zur Verfügung stellt. Aber auch im Sommer, wenn wir super heiß haben, so ein Huhn kann nicht den ganzen Tag in der Sonne liegen. Das verzieht sich dann gerne auch mal im Stall rein. Ja, und draußen, Außengelände auch. Er schart gerne, er sucht gerne Würmer draußen im Rasen, er spickt auch gerne Rasen. Das heißt, je mehr Freifläche, umso glücklicher ist das Huhn. Sehr schön. Und wie lange habe ich dann Spaß an so einem Huhn? Ja, ein Huhn kann also problemlos zwischen 7 bis 12 Jahre alt werden. Wow. Hat mit dem Huhn zu tun, mit der Rasse zu tun und ganz wichtig natürlich mit der Pflege. Ein gut gepflegtes Huhn schafft 10 Jahre ganz locker. Und wie pflege ich ein Huhn richtig? Ja, eben mit der Abwechslung, ausreichend Auslauf und nicht immer das Gleiche zu fressen, auch abwechslungsreiche Ernährung, Vitamine dabei. Bei einer Henne, die brauchen natürlich auch Kalkzusätze, um Eier legen zu können. Das ist richtige Pflege. Ja, Norbert, ist kalt, ne? Ja, aber hallo, ich muss da auch jetzt langsam unbedingt rein. Ich habe schon Entenkacke am Daumen und du hast mir gleich so einen Knopf an der Backe gelabert. Du hattest keinen Bock, bei dem kalten Wetter zu arbeiten. Ja, aber starke Informationen, die hier jetzt verteilt. Also ich gehe jetzt, mir reicht das. Und damit ich nicht wieder in Entenkacke reinpacke, würde ich mal sagen, machst du hier die Hühnerkacke weg. Natürlich. Ja, natürlich. Dann hast du also Arbeit genug für heute am Nachmittag und ich gehe rein. Draußen ist viel schöner. Du kannst noch ein bisschen frieren. Oder im Sommer mehr zu Hühnern, richtig? Oder du arbeitest sie einfach warm, das ist auch gut. Keine Antwort. Egal. Norbert, mach's gut. Bis später. Ciao. 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 Also Leute, das hier sind zwar keine Eier am Cemani, ist aber trotzdem der krönende Abschluss für den heutigen Tag. Falls ihr noch weitere Fragen haben solltet zu Eier am Cemani, stellt sie auf jeden Fall unten in den Kommentaren. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen und die letzten beiden Videos waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Norbert und ich würden uns mega freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao!